Zusammenschieben. Der Abstand ist ein bisschen zu groß. Ja, ja, so ist gut. Wollen die Farben okay. Auch? Ja, würde ich auch so lassen. Machen wir noch das. Ich häng's mal hin. Beiden noch. Jetzt guck mal, ob das so rum. Ja, ich würde es nur mal ausprobieren. Ja, also die Bilder, die man hier sieht, sind alle im Jahr 2020, also in den letzten 10, 12 Monaten entstanden. Und ich komme ja eigentlich so aus der abstrakten Malerei, mache ja viel nicht gegenständliche Bilder. Und was sich aber in dem Jahr so eingeschlichen hat, waren so Motive, die schon orientiert sind eher am Architektonischen. Also da kommt mal ein Bogen, da kommt mal eine Art Brücke. Da kommen Schiffe. Das war auch ganz interessant, dass immer wieder das Schiffsmotiv aufgetaucht ist. Und von daher ist das eine neue Richtung jetzt in meinen Arbeiten. Was mir bei meinen Bildern wichtig ist, ist so diese handwerkliche Qualität. Also heißt, ich mache zum Beispiel keinen Rahmen selbst, ich bespanne das Leinen selbst. Und schon das Grundieren der Bilder ist so ein erster Prozess des Malens. Und was man hier, wenn man es genauer sieht, ist ja dieses Lasieren oder wieder dieses ganz kräftige, gestische Malen. Also bei mir ist der Malprozess, wenn ich Farbe aufbringe, schon sehr schneller, gestischer, sehr intuitiver. Und dann lasse ich das Bild aber auch erstmal
ein paar Gruben oder mehrere Tage oder Wochen und geht dann nochmal rein. Also das sieht man dann auch den Bildern an, so dieses Lasierte, was dann einfach aus diesen immer wieder Trocknungsprozessen, immer wieder Aufbringen, dann so entsteht. Ich verwende fast ausschließlich Ölfarben, wobei ich dann auch mische mit teilweise Harzfarben, teilweise auch Gips, was nochmal aufgebracht wird, oder Papier, aber das darf nicht zu vordergründig sein.